Ja, dann sprechen wir doch mal über die Themen des Tages mit Brigitte Fehrle, ehemalige Chefredakteurin der Berliner Zeitung und jetzt als freie Journalistin intensive Beobachterin der Berliner Politik. Guten Tag, Frau Fehrle. Hallo. Frau Fehrle, ja, also deutsch-französischer Vertrag gestern. Wie bewerten Sie den? Also ich glaube, von den Inhalten her ist vieles geschaffen worden. Das haben Sie eben auch in dem Beitrag gesagt. Bei allen Schwierigkeiten, die man natürlich sehen muss, die Außenpolitik, die Wirtschaftspolitik, auch in der Frage der europäischen Vertiefung sind ja Deutschland und Frankreich durchaus nicht einer Meinung. Also Frankreich wünscht sich da ein sehr, sehr viel schnelleres Vorgehen. Deutschland ist eher zögerlich, vor allen Dingen bei den Fragen der Finanzpolitik und so weiter. Trotzdem glaube ich, dass solche Tage wie die gestern, wo auch symbolisch noch mal klar gemacht wird, dass Deutschland und Frankreich ganz wichtige Nachbarn sind, die Großes geschafft haben, nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer freundschaftlichen Beziehung zu finden. Das ist ja nicht absolut selbstverständlich. Und ich glaube, Deutschland und Frankreich sind sich ihrer Bedeutung innerhalb der EU durchaus bewusst, die Wichtigkeit, die ihre stabile Beziehung haben. Und das hat dieser Tag gezeigt. Und ich glaube, die Deutschen müssen sich immer auch klar machen, dass ohne eine gute deutsch-französische Beziehung, zum Beispiel die deutsche Einheit, überhaupt nie zustande gekommen wäre. Also insofern ist es für uns bei aller Kritik, die man daran haben kann, auf jeden Fall ein guter Tag. Operation schön und gut. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Anton Hofreiter, nennt das Ganze eine Zusammenarbeit auf Sparflamme. Ist das denn inhaltlich wirklich auch was wert? Also die großen Fragen, glaube ich, da ist man nicht wirklich weitergekommen. Aber man muss ja sehen, Europa ist ja gerade in diesen Zeiten, wo es so stark von innen und von außen unter Druck steht, da geht es auch um die kleinen Dinge. Und das, was vereinbart wurde zum Beispiel bei der Verbesserung der Beziehungen in den Grenzregionen zwischen Deutschland und Frankreich, wo die Menschen unmittelbar spüren, Europa ist was, das nützt mir, da geht mein persönliches Leben voran. Das ist, glaube ich, in diesen Zeiten auch enorm wichtig. Und deswegen würde ich diesen Teil des Vertrages nicht kleinschätzen. Und es hat überhaupt keinen Sinn, jetzt politisch das schlecht zu machen, weil die Frage ist ja, wo ist das Bessere? Und ich glaube, die deutsch-französische Freundschaft ist stabiler als manche andere Beziehung innerhalb der EU im Moment. Dann gucken wir mal aufs Weltwirtschaftsforum in Davos, beziehungsweise die Weltwirtschaft insgesamt. Marcel Fratscher hat eben gerade hier bei uns im Phoenix-Tagesgespräch ja ein relativ düsteres Bild der Weltwirtschaft insgesamt in Zukunft gezeichnet. Ist das auch eine Angst, die umgeht im politischen Berlin? Also Marcel Fratscher hat ja auch gesagt, es gibt im Moment keinen Grund zur Panik. Ich habe ihm sehr genau zugehört. Natürlich bereitet man sich in Berlin auch auf ein schwächeres Wachstum vor. Also wir haben ja neulich gehört, dass der Finanzminister einen Notfallplan vorbereitet. Deutschland muss sich natürlich auch auf die Situation eines ungeregelten Brexits vorbereiten. Das wird auch der deutschen Wirtschaft nicht gut tun. Aber ich glaube, von Panikstimmung, da ist man im Moment wirklich weit entfernt. Und letztes Thema des Tages. Heute gibt es die neuen Asylbewerberzahlen. Die sind runtergegangen. Ist also diese in Anführungszeichen Panikmache, die wir in den letzten Jahren da auch teilweise erlebt haben, ist die aus Ihrer Sicht fehlgeleitet? Also die Zahlen waren ja vor 2015, 16 wirklich dramatisch andere. Und dass man sich damals auch berechtigterweise hatte Sorgen machen können über die Entwicklung, das kann man ja im Nachhinein überhaupt nicht von der Hand weisen. Ich glaube, die alle Maßnahmen, die Deutschland und Europa getroffen haben, um Flüchtlingszahlen zu reduzieren, so zynisch sich das anhören mag, sind in gewisser Weise erfolgreich gewesen. Da ist die Schließung der Balkanroute zu nennen. Da sind natürlich auch die Missionen, die im Mittelmeer, die Seemissionen, die da derzeit laufen, wo es ja auch jetzt Streit drum gibt. Aber die waren natürlich erfolgreich und wir haben deutlich weniger Flüchtlingszahlen. Das heißt allerdings nicht, dass die Krisen in der Welt weniger geworden sind. Es machen sich offensichtlich weniger Leute auf nach Europa, weil wir auch einfach Abschreckung praktizieren. Und viele sterben, und das vergessen wir ja sehr häufig, weiterhin im Mittelmeer. Auch wenn wir nicht immer darüber berichten, dann passiert das trotzdem. Vielen Dank, Frau Fehrle, freie Journalistin in Berlin, für die ganzen Einschätzungen an diesem Tag hier bei Phoenix. Schöne Grüße nach Berlin. Ich danke. Ebenso.